Duncan hörte nicht auf zu meckern. Er meckerte, dass er nicht auf Hochglanz poliert war, er meckerte, dass er überarbeitet war, aber vor allem meckerte er über die Fahrgäste. Ich schäme mich für dich, Duncan, sagte Scaloi. Gott sei Dank kommt Rineas bald zurück. Vielleicht bringt er dich zur Vernunft, bevor es zu spät ist. Was hat Rineas mit mir zu tun? Rineas hat unsere Eisenbahn gerettet, antwortete Scaloi. Das musst du uns erzählen, bitte, sagte Peter Sam. Na gut, begann Scaloi. Es war noch vor eurer Zeit hier und es stand nicht zum Besten. Rineas und ich mussten alle Züge ziehen, sonst hätte man die Eisenbahn schließen müssen. Wie schrecklich, murmelte Peter Sam. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, fuhr Scaloi fort, aber meine alten Räder ächzten. Rineas verstand das. Jetzt bin ich dran, sagte er zu mir. Er hatte oft sehr wenig Dampf, aber kämpfte sich immer bis zum nächsten Bahnhof durch und ruhte dann dort aus. Ich darf zwischen Bahnhöfen nicht anhalten, sagte er. Das würde den Fahrgästen nicht gefallen. Fauchte Duncan. Er hat auf einem Viadukt angehalten und das war ihm völlig egal. Fahrgäste, fuhr Scaloi fort, werden böse, wenn du an der falschen Stelle anhältst. Rineas hat mal an der falschen Stelle angehalten und dann ist das passiert. Eines nassen und windigen Nachmittags, als die Gleise feucht waren, fuhr Rineas mit einem vollen Zug nach Hause. Sogar im Schaffnerwagen waren Fahrgäste. Das war keine bequeme Fahrt für sie. Rineas Räder rutschten und es kam ein steiler Anstieg. Aber endlich griffen die Räder wieder auf den Schienen. Das Schlimmste ist vorbei, dachte er. Jetzt haben wir es hinter uns. Aber das war ein Irrtum. Ah, ich habe einen Krampf, stöhnte er. Rineas hielt an der verlassensten Stelle der Strecke an. Sein Lokomotivführer untersuchte ihn sorgfältig. Deine Ventilvorrichtung ist verstopft. Wir müssen zum nächsten Bahnhof fahren. Glaubst du, dass du das schaffst? Ich kann's versuchen, antwortete Rineas. Rineas gab sich die größte Mühe. Ich versage, dachte er bei sich, sind die Fahrgäste böse und die Eisenbahn muss geschlossen werden. Alles verschwamm. Er war wirklich zu müde für jede weitere Drehung seiner Räder, aber er gab sich einen Ruck und noch eine und noch eine und noch eine. Völlig erschöpft, aber sehr zufrieden, erreichte Rineas den Bahnhof. Endlich bin ich da, hauchte er. Danke, dass du uns nach Hause gebracht hast, sagte die Fahrgäste. Wir werden alle sagen, was für eine prima Eisenbahn das ist. Sein Lokomotivführer freute sich sehr. Du bist eine noble kleine Lokomotive, sagte er zu Rineas. Wenn du dich ausgeruht hast, reparieren wir dich, damit du für morgen wieder fit bist. Und, lächelte Scaloi, Rineas war immer fit für den nächsten Tag. Danke, dass du uns von ihm erzählt hast, flüsterte Duncan. Ich habe mich geirrt. Fahrgäste sind doch sehr wichtig. Am nächsten Tag kam Rineas nach Hause. Alle Lokomotiven waren zu seiner Begrüßung da. Edward schob seinen Güterwagen aufs Abstellgleis, wo man ihn auf die Schienen hob. Und das war das Zeichen zum Einsatz für ein Pfeifkonzert aller Lokomotiven, groß und klein. Alle freuten sich sehr und Rineas freute sich am meisten. Weißt du, flüsterte er Scaloi zu, so bekommt eine kleine Lokomotive das Gefühl, dass sie wieder zu Hause ist.